Ja, jetzt kommt die Justitia mit dem Schwert hinten und Justitia steht natürlich für eine gerichtliche Geltendmachung. Also wie kann ein Verletzter gerichtlich gegen Verletzung seines Designrechts, Markenrechts, Urheberrechts, Patentrechts und so weiter, wie kann man dagegen vorgehen? Das schauen wir uns jetzt hier an. Welche gerichtlichen Mittel hat der Immaterialgutsinhaber zur Durchsetzung seiner Rechte? Wenn das außergerichtliche Vorgehen, was ich im vorhergehenden Kapitel gezeigt habe, keinen Erfolg hat, kann man ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes herleiten oder eine Hauptsacheklage. Das müssen wir uns mal anschauen. Die einstweilige Verfügung heißt, einstweilig, da wird jetzt mal schnell was gemacht. Hauptsache Klage heißt, das dauert länger, kann man sich so mal sagen. Also, wenn Sie zum Beispiel eine Messe haben und dort findet jetzt eine Woche Ausstellung von ganz vielen Produkten, Leute zeigen ihre Sachen und zeigen unter anderem vielleicht auch irgendwelche Plagiate, wie zum Beispiel hier so ein elektrisches Bremsentlüftungsgerät von aus einer deutschen Firma, das in China nachgemacht worden ist, oder auch hier von einer kroatischen Firma wurde dann ein Plagiat in London hergestellt. Ne? Also, wir haben dort eine Messe und auf dieser Messe wird das sozusagen dargestellt. Dann gehen am Anfang die meisten, die sozusagen schon wissen, ah, unsere Sachen werden hier immer kopiert, die gehen dann durch die Messe und sagen, okay, das ist meine Verletzung von mir, das ist eine Verletzung von meinen Sachen. Außergerichtlich kann man kurz mal sagen, würdet ihr das bitte wegstellen, würdet ihr das bitte wegtun, das dürft ihr hier nicht ausstellen, das verletzt meine Rechte. Wenn das nicht gemacht wird, dann geht man los und muss dann doch zu Gericht, aber man fängt an mit einer einstweiligen Verfügung. Die Gerichtsmühlen mahlen manchmal lange und das heißt, wenn Sie jetzt eine Klage erheben, dann ist die Messe schon 3 Wochen, 3 Monate vorbei, bevor das erste passiert. Ein einstweiliges Verfahren käme dann zu, ist dann das Einzige, was Sie machen, denn eine Hauptsacheklage, das führt zu irreparablen Schäden. Also die haben dann ihr Produkt tausendfach schon Lieferverträge gemacht, Produktionsverträge auf so Messen oder schon verkauft ganz viel. Und bis sie das wieder eingebunden haben, dass die also sozusagen ihre gesamten Vertriebskanäle ihnen zeigen, da entsteht ein großer Schaden. Bevor ein rechtskräftiger Titel sie in der Hand haben und dann auch vollstrecken können gegen diesen, der dort ihre Rechte sozusagen verletzt und der das im so einen großen Vertrieb schon aufgebaut hat und allen möglichen Leuten schon versprochen hat, ja, ich stelle das her in China oder wie wir gerade gesehen haben, auch in Großbritannien und verletzen auch manchmal andere Länder. Ne? Ja, um solche Nachteile zu verhindern, gibt es den sogenannten vorläufigen Rechtsschutzverfahren. Das nennt man auch einstweilige Verfügung im Zivilprozess. Da kann man innerhalb von weniger Tage oder sogar Stunden kriegt man einen Titel. Und das heißt, es gibt sogar in bestimmten Gegenden, wo sehr viele Messen sind, haben dann die Gerichte extra so Stunden eingerichtet, weil sie genau wissen, zu Beginn der ersten Stunde in der Messe kommen ganz, ganz viele Anträge. Und da haben dann die Richter Bereitschaftsdienst. Und damit will man den Rechtsfrieden sichern, weil sonst würden die nämlich losgehen und würden dem anderen die Sachen aus den Regalen ziehen. Das wollen wir verhindern. Die einstweilige Verfügung ist zulässig, wenn zu besorgen ist, dass durch eine Veränderung eines bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Rechtsdeutsch sehr schwer zu verstehen. Was heißt das? Mit der einstweiligen Verfügung will man einfach verhindern, das heißt hier Veränderung eines bestehenden Zustands. Also Sie haben noch Ihr Designrecht, Sie haben noch Ihre Markenrechte und die werden sozusagen geschützt von der Rechtsordnung und Sie verkaufen weiterhin gut Ihre Sachen. Aber jetzt besteht die Sorge, dass ihr Recht auf Durchsetzung ihres Design- und Markenrechts also wesentlich erschwert wird, weil die natürlich tausendfach das an Messebesucher dort verkaufen. Ist geregelt in der Zivilprozessordnung und hat 3 Grundvoraussetzungen. Erstens, der Antragsteller muss einen Anspruch gegen den Schuldner haben, also hier einen Unterlassungsanspruch. Das heißt nicht etwa Anspruch auf Schadensersatz, sondern es soll ja nur vorläufig, wenn er soll unterlassen, dass er es ausstellt. Dann ein Verfügungsgrund, das heißt, wenn ohne die Verfügung dann eben hier der Anspruch gefährdet wird, die Durchsetzung, weil dann schon tausendfach Vertriebsverträge schon gemacht worden sind. Und drittens, das Gesuch muss den Anspruch benennen und den Grund auch. Das heißt, man kann dann auch wirklich zu Protokoll der Geschäftsstelle gehen und sagen, hier, die verkaufen da Sachen, die mein Recht verstoßen. Und dann wird sozusagen diese einstweilige Verfügung wird dann sofort erlassen. Der Richter, der guckt sich das so ein bisschen an, guckt sich so die Bilder an, ne, so und sagt, okay, die sehen ja ganz schön ähnlich aus. Also hier könnte zum Beispiel die kroatische Firma, könnte die Londoner Firma, wenn die das jetzt irgendwo zeigen würden, könnten die sozusagen eine einstweilige Verfügung machen. In einer mündlichen Verhandlung kann man auch, also man kann auch eine mündliche Verhandlung hier vorsprechen. Und in dringenden Fällen geht das allerdings auch ohne mündliche Verhandlung. Dann macht er das einfach so.
Was überprüfen die? Einfach mal, ist das schlüssig? Sieht das wirklich sehr ähnlich? Und sie müssen glaubhaft machen, dass ihr Recht sozusagen beeinflusst worden ist. Und dann wird dieses vom Gericht an den Antragsteller übersandt und das muss innerhalb von 4 Wochen dem Verfügungsgegner durch einen gesondert beauftragten Gerichtsvollzieher zugestellt werden. Bei so einem Messergeschehen, ne, so, da ist es meistens so, der Gerichtsvollzieher kommt dann rein in den ersten Stunden und verteilt dann dort die ganzen einstweiligen Verfügungen. Natürlich kann er gegen Widerspruch einlegen und er kann auch, aber auch zum Beispiel auch das anfechten. Also das kann man machen, aber das dauert natürlich dann wieder. Was haben wir noch? Ein sogenanntes Abschlussschreiben. Nach Erlass einer einstweiligen Verfügung kann der Verletzer zur endgültigen Beilegung des Rechtsstreits an den Verletzer ein sogenanntes Abschlussschreiben übersenden. Hierbei fordert der Verletzte den Verletzer auf, die Regelung des einstweiligen Verfügung als abschließend verbindlich anzukennen und zu verzichten, den noch sozusagen in einem sozusagen irgendwie mit irgendwelchen Widersprüchen zu nerven und dass man sozusagen hier den Fortgang in einem regulären Hauptsacheverfahren auch vermeidet. Das heißt, es ist eine Art Anerkenntnis, ne? Das ist die sogenannte Abschlusserklärung. Wenn Sie sagen, okay, ich weiß, ich habe dich verletzt, ich habe deine Rechte nicht beachtet, dann mach bitte auch kein Hauptsacheverfahren, ne? Denn einstweilige Verfügung ist ja erst am Anfang und dann kommt das Hauptsacheverfahren. Wenn Sie sagen, aber nee, ist schon alles klar, dann können wir auch ein Abschlussschreiben machen. In dem Hauptsacheverfahren, da wird dann letztlich entschieden, war das wirklich ein Plagiat und war das wirklich die einstweilige Verfügung, war die wirklich tatsächlich richtig. Das wird grundsätzlich vor den Landgerichten gemacht und mit Ausnahme im Urheberrecht. Dort entscheidet der Streitwert darüber, ansonsten sind das streitwertunabhängig die Landgerichte und die örtliche Zuständigkeit hängt immer davon ab, wo der Beklagte seinen Wohnsitz oder Geschäftssitz hat, also den allgemeinen Gerichtsstand. Oder danach, wo natürlich die schädigende Handlung begangen ist, sogenannte Verletzungshandlung. Deswegen am Messeort sind das eben dann die entsprechenden Gerichte, die dann da schon drauf warten. Für die Begründung des Verletzungsgerichtsstands genügt ein einzelnes Angebot im Internet oder eine Testbestellung an den Ort des Klägers. Damit kann im Immaterialgüterrecht der Gerichtsstand durch den Kläger häufig beeinflusst werden natürlich auch. Also sage ich, okay, ich gehe zum Beispiel in Düsseldorf, mache ich diese Testbestellung. Weil dort dann Düsseldorfer Gerichte sind besonders streng zum Beispiel. Ja? Gut, das waren sozusagen entsprechende gerichtliche Maßnahmen, die wir machen können. Es geht bei den Streitigkeiten im geistigen Eigentum meistens um sehr komplexe Spezialmaterien. Das heißt, wir haben so ein bisschen auch eine Konzentrationsverordnung. Das heißt, wir haben bestimmte Fachgerichte in einem Bundesland, wo man sagt, okay, in Nordrhein-Westfalen ist das eine, immer der eine Ort oder in München zum Beispiel immer das Oberlandesgericht München. Und dann kann man zum Beispiel sagen, weil man dann dort die entsprechenden Richter hat. Warum dürfen in Streitsachen um geistiges Eigentum 2 Anwälte pro Partei auftreten? Also die Betroffenen lassen sich häufig durch einen Rechtsanwalt und durch einen Patentanwalt vertreten, weil man also der Patentanwalt muss kein Jurist sein, er muss ein Studium haben, naturwissenschaftlich oder technisches, aber er hat manchmal keine rechtlichen sozusagen Kenntnisse und deswegen kann man dann auch noch einen zweiten Anwalt nehmen. Ja, was ist eine Urteilsveröffentlichung? Also ist eine Klage aufgrund der Verletzung des Immaterialgüterrechts erhoben, kann nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen. Das heißt, das ist auch ein bisschen so Rehabilitationsinteresse. Ne? Das heißt, sie sagen, okay, sollen jetzt alle wissen, dass du das, dass ich, dass der und der gewonnen hat, ne? Also der obsiegenden Partei. Also auch wenn es unberechtigt war. Gut, das sind sozusagen die zivilrechtlichen, gerichtlichen Sachen, aber es geht noch schlimmer, nämlich zum Beispiel auch Strafverfahren und Grenzbeschlagnahme. Das schauen wir uns gleich im nächsten Video an.